Moin, moin da draußen! Und bevor ich jetzt weiterspreche, wie immer brauche ich eure Kommentare, ein kurzes Hallo von euch, damit ich weiß, ob die Technik funktioniert, damit ich eure Kommentare lesen kann, weil das, was ich hier mache, mache ich ja nicht als Alleinunterhalter, sondern das ist eine Party. Das heißt, wir tanzen miteinander, wir reagieren, agieren miteinander. Und damit ich weiß, dass ihr da seid, brauche ich ein ganz kurzes Hallo. Von daher haut mal unten in die Kommentarspalte ein kurzes Hallo rein, damit ich weiß, ihr seid mit am Start, okay? Ich warte ganz kurz, weil dann weiß ich, dass auch die Technik funktioniert. Es sind schon 16 Leute mit am Start, hervorragend. Noch sehe ich keine kommen. Die Anke, hallo, wunderbar. Miri ist auch mit dabei, hervorragend. Die Kommentare funktionieren. Das heißt, wir können anfangen. Und wir machen das wie so oft in unseren Lives, nicht meinen, sondern unseren Lives. Ich werde euch ein paar Infos vorab geben und dann tauchen wir ein in die Diskussion, in die Auseinandersetzung bezüglich des spannenden Themas heute. Was ist denn eigentlich ein guter Kita-Träger, ein guter Arbeitgeber und was ist eine gute Kita-Leitung? Gut im Sinne von Anführungsstrichen. Das Wort gut ist natürlich ein Platzhalter. Das ist wie das Wort Liebe. Ja? Wenn wir das Wort Liebe definieren wollen würden, dann würden wir sagen, da geht es um Wertschätzung, um Respekt, um Anerkennung, um Geborgenheit und Sicherheit, um Körperkontakt und Hingabe und Leidenschaft und Romantik. Ähnlich ist das auch bei eine gute Leitung, ein guter Arbeitgeber. Gut bedeutet also, ist er verantwortungsvoll, ist er respektvoll, ist er fürsorglich, ist er achtsam. Das sind alles Dinge, die einen guten Arbeitgeber oder eine gute Führungskraft ausmachen, eine gute Kita-Leitung. Und hier zählen natürlich auch die Fachberatungen, also die dazwischen stehen, zwischen der Kita-Leitung und dem Träger. Die können unterschiedliche Namen haben. Ich weiß nicht, wie sie bei euch heißen. Ich kenne sie gerne mal als Fachberatung oder pädagogische Gesamtleitung oder Regionalleitung, wie auch immer. So, also wie gesagt, bevor wir jetzt gleich ins Eingemachte gehen, nochmal ein paar Infos vorab. Das allererste, was wir hier an dieser Stelle festhalten, ist, es geht für mich heute um drei ganz entscheidende Aspekte. Das erste ist, erkennen. Wenn ihr denkt, warum guckt ihr mal runter? Ich habe hier so ein paar Sachen, die mir wichtig sind, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Es geht um Erkennen. Das heißt, ich will erkennen können, ist es ein guter Arbeitgeber oder eine gute Kita-Leitung. Ihr wisst ja jetzt, wie wir gut definieren. Ne? Das haben wir am Anfang des Videos, alle, die jetzt dazuschalten, dann später nochmal zurückschalten. Da habe ich nochmal definiert, was ist gut. Also, woran erkenne ich eine gute Kita-Leitung? Das zweite ist, wie reagiere ich? Ja? Wie kann ich reagieren, wenn ich eine gute oder eine nicht gute Kita-Leitung habe oder einen guten oder nicht guten Arbeitgeber habe? Und das dritte ist nicht nur es kennen oder können, sondern machen. Und das ist mir ganz besonders wichtig, okay? Dass ich dann auch was daraus tue. Nicht nur, dass ich erkenne, wo ich gerade bin, mit wem ich hier arbeite und wie der sich verhält. Nicht nur, dass ich erkenne, wie ich mich dabei fühle und was ich eigentlich für mich und mein Berufsleben möchte. Und ich möchte auch nicht nur, dass ihr dann reagieren könnt, also eine Strategie, eine Methode habt, zu reagieren, weil das reicht oft nicht aus. Sondern wir brauchen auch das dritte, eine Haltung. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel, warum die Methode und die Strategie nicht ausreicht. Und ich möchte euch bitten, ganz innig bitten, dass ihr immer gut aufpasst, dass ihr nicht nur Fortbildungen besucht, wo man nur Strategien, Methoden lernt, also Techniken, Werkzeuge, ne? Denn das ist schwierig, ja, auch die Coaches da draußen, die nur Werkzeugunterricht machen, also nur Strategien und Methoden vermitteln, heikel, denn stellt euch vor, wir haben da ein Werkzeug, wir könnten ein Messer nehmen, okay, das Messer ist ein Werkzeug, das Messer ist eine Strategie, eine Technik, ja, und jetzt kommt es darauf an, wer benutzt denn dieses Messer? Benutzt ein Chirurg zur Operation dieses Messer und rettet damit Leben oder benutzt das Messer der Mörder, der damit Leben nimmt? Ihr seht also, das Messer ist hier nicht der entscheidende Faktor, worauf es am Ende ankommt. Das Messer ist das Messer. Entscheidend ist der Mensch hinter der Strategie. Ist es der Mensch wie ein Chirurg, der die Absicht hat, damit Leben zu retten? Oder ist es vielleicht der Mensch, der Mörder, der die Absicht hat, mit dem gleichen Instrument Leben zu nehmen? Von daher ganz wichtig, also, ich möchte es erkennen können, was da passiert um mich herum. Ich möchte reagieren können, sprich Strategien lernen. Und ich möchte sie umsetzen können, und zwar so, wie sie zu mir passen. Das ist so das Erste. Genau das zeige ich euch ja bei meinen Inhouse-Fortbildungen und auch bei meiner Ausbildung zum Kita-Helden-Coach in Hamburg oder bei der Schlagfertigkeitsausbildung in München. Das sind alles Aspekte. Ich habe ein paar Sachen für euch aufgeschrieben, dass ihr mir eine Idee davon habt. Bei dieser gesamten Sache, über die wir heute reden, kommt es auf Körpersprache an. Ne? Also wie verhält sich derjenige? Woran kann ich erkennen, wie der positioniert ist? Was für ein Menschentyp er ist? Da geht es auch um Rhetorik und Kommunikation. Wie benutzt er Sprache, um mich zu
kontrollieren, um Macht über mich auszuüben? Benutzt er Rhetorik? Das ist alles Rhetorik. Benutzt er Rhetorik, um mich zu überzeugen, um mich zu manipulieren? Oder benutzt er wertschätzende, aufrichtige Kommunikation, die nicht die Absicht hat, zu manipulieren oder Macht über den anderen auszuüben? Dann geht es natürlich um Präsentation oder Präsenz. Also wie erfülle ich den Raum mit meiner Person, auch Standing? Oder komme ich schon beim Bewerbungsgespräch so rein und spreche so? Oder ist der Träger auch so, ja, und die Kita-Leitung, was für eine Präsenz hat die, ja? Hat die auch eine große, es gibt ja auch durchaus Träger und Kita-Leitungen und Fachberatung, die haben so eine große Präsenz, die nehmen den ganzen Raum ein. Aber auch das ist nicht immer gesund, weil da geht es dann ganz oft um Selbstdarstellung, auch um Narzissmus, um ein seht mich an, seht mich, wie toll ich bin, wie großartig ich bin. Und ich muss es allen zeigen, der ganzen Welt da draußen möchte ich es zeigen. Auch das ist wichtig, da geht es natürlich auch um Psychologie, Menschenkenntnis und Empathie. Das sind alles Inhalte meiner Inhouse-Fortbildungen, fast egal, welches Thema ihr wählt. Das packe ich in jede Inhouse-Fortbildung mit rein, weil ich ja, wie gesagt, daran glaube, an diese drei Dinge. Ne? Wir dürfen es nicht nur erkennen, wir dürfen nicht nur eine Strategie haben, sondern wir brauchen Haltung. Haltung ist das A und O. Ich vermittle euch nichts, ohne dass ich nicht auch gucke, was für eine Haltung habt ihr. Genau, und das Schöne dabei ist einfach, ich kann mir selber aussuchen, mit wem ich arbeite. Das ist das Tolle. Ja? Also ich suche mir aus, mit welchen Trägern, Trägervertretern, Kita-Leitungen, Kita-Teams, mit welchen Fachberatungen ich arbeite. Und ich suche mir nicht die Besten aus, sondern ich suche mir die aus, die die Besten werden wollen. Und auch das Wort Beste, bitte. Ja, ihr lieben Pfennigfuchser da draußen. Das Wort Beste steht natürlich ähnlich wie für das Wort Gut oder Liebe. Das ist ein Platzhalter. Da geht es um Verantwortungsbewusstsein, um Achtsamkeit und Wertschätzung, um respektvolles Verhalten und Anerkennen. Das sind alles Attribute da drin, ja. Und das ist das Großartige. Ich arbeite mit den Besten, beziehungsweise mit denen, und das ist das Wichtige, die zu den Besten werden wollen. Also die, die wirklich was verändern wollen, die, die wirklich was bewegen wollen. Und das Schöne hier an der Kita-Helden-Community ist einfach, je größer wir werden und je mehr wir diesen Gedanken, diese Mission streuen, desto weniger Chancen haben die Arbeitgeber und Kita-Leitungen und Fachberatungen, die nicht ihr Bestes geben wollen, die Macht über Menschen ausüben wollen oder den Menschen scheißegal sind, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. All diejenigen fallen irgendwann aus dem Raster, wisst ihr? Und wenn ich dann zu euch komme und wir wenden Kita-Helden-Prinzipien an und das spricht sich rum und alle wollen sich bei euch bewerben, denn so ist es tatsächlich mit den Kitas, mit denen ich jetzt schon arbeite oder auch den Trägern, da bewerben sich natürlich ganz viele, weil die aus meiner Community wissen, ich vermittle ja auch ganz viel, weil ich dann weiß, okay, das ist eine geile Kita, das ist eine geile Kita-Leitung, das ist ein geiler Kita-Träger und dann vermittle ich die ganzen Menschen, die tausend Menschen, die in meinem Netzwerk sind, die vermittle ich natürlich an die Besten und das wird sich rumsprechen und ihr da draußen, die im Moment noch keine Lust habt, ja, Kita-Träger, Kita-Leitungen, aber auch Erzieher, Erzieherin, wenn ihr keinen Bock habt, diesen Job richtig gut zu machen, keinen Bock habt, etwas zu verändern, dann werdet ihr irgendwann tatsächlich in eine schwierige Situation kommen, weil keiner mehr bei euch arbeiten möchte. Zu Recht. So, an der Stelle würde ich vorschlagen, steigen wir ein mit einem ganz kurzen Link-Tipp von meiner Seite aus. Ich schaue mal, ob es irgendwie schon Bild ist gut, Ton, hallo Ton und Bild gut ist super. Wir gehen chronologisch vor. Also was könnt ihr jetzt de facto tun? So, ich habe hier meinen, zack, da, perfekt. Das Erste, was ihr mal machen könnt, ihr könnt auf den Bewertungsplattformen gucken. Die meisten pädagogischen Fachkräfte wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Also, Nummer 1. Es gibt eine Plattform, die heißt kununu.de. Kununu. Ich packe später die Links, die ich hier nenne, alle nochmal in die Videobeschreibung. Könnt ihr dann alle nachschauen oder direkt draufklicken. Auf Kununu könnt ihr euren Arbeitgeber bewerten. Ja? Und da könnt ihr alle Bewertungen auch sehen. Das heißt, ihr guckt einfach, wie ist euer Arbeitgeber, sogar regional. Ne? Also wenn ihr da einen großen Träger habt, zum Beispiel einen privatwirtschaftlichen Träger, der aber gemeinnützig ist und in vielen Bundesländern Kitas hat, auch da könnt ihr regional sogar gucken, wie ist dieser Träger regional vertreten, wie ist der aufgestellt, wie ist der bewertet worden in verschiedenen Rubriken. Da könnt ihr auch jederzeit euren Arbeitgeber oder ehemalige Arbeitgeber bewerten. Das ist ganz wichtig. Damit machen wir das Ganze sichtbar. Ich habe euch das tolle Beispiel hier von Facebook gezeigt, ne? Als Facebook jetzt Mark Zuckerberg unter Druck geraten ist, weil sich Ford, also der Autohändler Ford, und Pepsi Cola, glaube ich, genau, die haben gesagt, sie arbeiten mit Facebook nicht mehr zusammen, weil Facebook nichts gegen Rassismus im Netz tut, nichts gegen Online-Mobbing, nichts gegen Fake News etc. Und als Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, das mitbekommen hat, hat er sofort reagiert, sofort, da seht ihr, welche Macht wir haben, ja, wenn wir einfach die boykottieren, die nicht rechtschaffend sind, dann haben die keine Chance mehr. Und das ist das Tolle. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir da nochmal gucken,
dass wir auch eine Bewertung abgeben und dass wir dann das Ganze sichtbar machen. Das heißt, dass wir Träger auch irgendwann, werden wir hier auch tun, benennen. Wir benennen die, die was verändern wollen, und wir benennen die, die sich keine Mühe geben. Und dann wird es ganz eng für die da werden, die sich keine Mühe geben. Genauso werden wir das mit auch Kita-Leitungen tun und Fachberatungen. Auch da ist es wichtig, dass wir gerade stehen. Deswegen sind wir, was wir sind, liebe Kita-Leitungen. Ja, wie gesagt, wir sind Kollegen, ich war es selber jahrelang. Und auch liebe Fachberatungen, ja, und auch wie liebe Supervisoren da draußen. Wir machen das sichtbar. Ja, Qualität kann man sichtbar machen, Engagement kann man sichtbar machen. Wir müssen nicht immer die Besten sein. Wir müssen aber die Besten sein wollen. Und das spüre ich. Ich spüre die Leidenschaft. Und wenn ich die bei euch dann nicht spüre, oder wenn wir das nicht bei euch spüren, dann werdet ihr sichtbar gemacht. Und dieses Recht haben alle Arbeitnehmer, die eine Arbeitsstelle suchen. Alle wollen mit jemandem arbeiten, der rechtschaffen ist, der vertrauenswürdig ist, der respektvoll und wertschätzend ist. Und wenn ihr das nicht seid, müsst ihr dafür gerade stehen. So, also hier an der Stelle nochmal der Hinweis auf, Dirk ist auch mit dabei, servus Dirk, hier der Dirk, hier der Hinweis nochmal auf Kununu, da könnt ihr den Arbeitgeber bewerten, jetzt kommt's, ihr könnt aber auch euren Chef bewerten, sprich die Kita-Leitung oder die Fachberatung, das könnt ihr auf meinchef.de, da könnt ihr tatsächlich dann euren Chef bewerten mit vollem Namen, das ist gerechtfertigt, also das ist auch rechtens, das ist ja eine große Plattform, ich glaube, die gibt es schon seit 10 Jahren, kennen nur die wenigsten, da könnt ihr eure Kita-Leitung reinschreiben und da könnt ihr dann eure Kita-Leitung, die Fachberatung, die Regionalleitung, die Geschäftsleitung, Geschäftsführung, was auch immer, könnt ihr dann dort direkt bewerten. Das heißt, wir machen sie sichtbar. So, an der Stelle kommen wir jetzt, bevor wir in den Austausch gehen, versprochen, wir machen noch einen Austausch. Guten Morgen aus Dorsten. Tanja, grüß dich. So, ganz kurz gebe ich euch einen kleinen Einblick, woran könnt ihr erkennen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Außerdem will ich ja auch in eure Teams kommen oder euch coachen und beraten, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und damit ich euch die coolen Moves vor Ort zeigen kann. Das Erste ist, dass wir nochmal ganz genau gucken, jetzt hier für Arbeitnehmer. Und ja, ich habe nicht vergessen, wir müssen auch noch darüber sprechen, wie finde ich gute Mitarbeiter. Also nicht nur, woran erkenne ich eine gute Leitung oder einen guten Träger, sondern woran erkenne ich auch gute Mitarbeiter. Das wird die Leitungen sehr wichtig. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich habe viele geile Träger, die richtig gute Arbeit leisten wollen oder sie schon leisten, viele tolle Kita-Fachberatungen oder Kita-Leitungen, die mich einstellen als Coach, um zum Beispiel Bewerbungstraining zu machen. Also da geht es dann darum, dass ich die Schule und denen zeige, worauf achtest du bei Körperhaltung, ne? Wie kannst du das Setting verändern? Ganz viele tolle Prozesse, wie ich da Leute mit auf den Weg nehme, zu erkennen, was für ein Mensch sitzt da, nicht was für eine Fachkraft. Fachkraft kann man sehr leicht vorspielen, aber ein Mensch, um den Menschen geht es mir. Das Erste ist also Anschreiben. Hier geht es darum, dass ihr mal guckt, welche Bewertungsportale gibt es. Ich habe euch schon welche genannt, es gibt aber noch viel, meinjob.de glaube ich. Es gibt viele Bewertungsportale, da könnt ihr nochmal hinschreiben. Das Anschreiben ist hier aber das Schreiben, das der Arbeitgeber raussetzt. Ist es ein langweiliges Schreiben, ein kreatives Schreiben? Ist das ein psychologisches Schreiben? Also eins, wo jemand bewusst mit solchen Features spielt. Da wäre ich auch sehr vorsichtig, aber wie gesagt, wegen einem Anschreiben würde ich noch nicht hingehen und würde sagen, so, da gehe ich auf keinen Fall hin. Weil jedes Bewerbungsgespräch ist für mich eine Übungssituation. Die ist kostenfrei, ist doch geil. Also es gab mal eine Zeit, da war ich in einer sehr geilen Kita und da ging es mir total gut und ich habe trotzdem Bewerbungsgespräche gemacht. Das gebe ich euch mal so mit. Warum? Weil mich das in meiner Rhetorik und meiner Kommunikation schult und meinem Standing, ja, und in meiner Art und Weise zu präsentieren, weil da präsentiere ich mich ja, meine Fähigkeiten, meinen Charakter, mein Bild, mein Selbstwert, ja, all das wird da präsentiert und dann komme ich natürlich in Übung. Genauso wie, ich habe das mal gemacht und ich weiß, einige von euch bestimmt auch, dass ich mir Wohnungen angeschaut habe, damals, als ich noch in einer Wohnung gewohnt habe, habe ich mir trotzdem Wohnungen angeschaut, ich habe Wohnungen besichtigt und das habe ich getan, einfach um ins Training zu kommen, Verhandlungstraining, Fragen abchecken, genau diese Dinge, das ist alles kostenfrei. Ihr könnt mich zwar einbestellen, das kostet euch etwas und das wird sehr geil werden. Es gibt aber auch viele geile, kostenlose Trainingsplätze da draußen. Nutzt sie bitte einfach mal. Ich bin da auch offen mit dem Träger umgegangen. Ich habe dann auch meinem Träger damals, als ich noch Angestellter war, gesagt, ich mache Bewerbungsgespräche, die mache ich nicht, weil ich von dir weg will, sondern die mache ich einfach, um ins Training zu kommen, ja, weil ich gerne vielleicht auch Kita-Leitung werden möchte und dann diese Prozesse extrem gut nutzen kann. Sau geil, oder? Das Zweite ist, ne, also dass ich nicht nur auf die Ausschreibung achte, sondern auch auf das Bewertungsportale gucke, sondern da geht es um das Bewerbungsgespräch. Hier ist es extrem wichtig, hieran erkenne ich einen guten Arbeitgeber, eine gute Kita-Leitung. Wie begegnen mir die? Ja? Sitzen die alle in einer Reihe, wie so Chefs bei Daimler oder Telekom oder wo auch immer und ich sitze dann da als Einziger davor, ganz klein. Ist der Raum auch so gemacht, dass ich der Einzige mit der Kleine bin? Ne? Oder ist das ein Raum, der auf Gleichwertigkeit basiert? Ich war schon bei Arbeitgebern, da hast du dich auf eine Couch gesetzt. Da saßen alle auf einer Couch, gechillt und haben Kaffee getrunken und Gebäck gegessen.
Das ist ein ganz anderes Setting. Da komme ich ganz anders an. Und das nehme ich ganz anders wahr. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir gucken, wie ist das Bewerbungsgespräch aufgebaut? Auf welche Art und Weise? Es gibt sogar Arbeitgeber, die wollen erstmal ihre Fragen stellen. Da bist du noch gar nicht dran. Total spannend. Da ist keine Gleichwertigkeit, ne? Da ist hier der Arbeitgeber und hier der kleine Angestellte. Der möchte unbedingt hier hoch, aber der guckt mal, ob er das darf. So ist das gar nicht. Und so werdet ihr niemals coole Leute finden, sondern wenn überhaupt, nur Sklaven oder nur verängstigte Leute. Das macht doch gar keinen Sinn, liebe Arbeitgeber und liebe Kita-Leitungen. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir darauf gucken, auch liebe Arbeitnehmer, Thema, ne, dass wir hier einen gleichwertigen Rahmen haben. Und das erkennt ihr relativ schnell durch euer Gefühl. Spürt in euer Bauch, in euer Herz und checkt das mit eurem Kopf ab. Und dann werdet ihr schnell merken, ist das hier gleichwertig oder nicht. Darf ich Rückfragen stellen? Darf ich ganz authentisch sein? Oder gibt es schon so Blicke, ja, oder so, naja, so machen wir das eigentlich nicht hier. Erst stellen wir die Fragen und dann sind sie dran. Ne? So ein, wo so eine fast schon eine gefühlte Diktatur herrscht. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, es gibt noch 1000 Kriterien bei einem Bewerbungsgespräch, wie ihr das besser machen könnt oder wie ihr das durchchecken könnt. Dann kommt es darauf an, wie ich ankomme, also das Mentoring. Ich werde jetzt angenommen an dieser Stelle, ne? Und dann komme ich in die Kita vielleicht, aber auch in eine Verwaltung, kommt darauf an, wo ihr dann arbeitet. Und dann schaue ich mir an, wie begleitet mich meine Kita-Leitung in den Arbeitsalltag? Habe ich ein Mentoring? Das heißt, ich treffe mich mindestens 1 bis 2 Mal die Woche mit meiner Kita-Leitung und reflektiere, wie geht's mir, was brauche ich, wo stehe ich gerade, womit komme ich nicht klar, was ärgert mich, was möchte ich gerne verändern, dass ich in diesem Prozess mindestens 1 bis 2 Mal in der Woche im direkten Kontakt mit der Leitung stehe. Auch hier kommt es darauf an, wie macht die Leitung das? Gibt es ein Mitarbeitergespräch im Büro oder gehen wir mal eine Runde spazieren? Auch da habe ich sehr geile Moves, ja, wie ihr das Ganze auflockern könnt, wie ihr das verändern könnt. Aber hier an der Stelle erstmal, sonst rede ich zu viel, achtet darauf, wie ihr ankommt, ja? Wie werdet ihr von der Kita-Leitung, der Fachberatung, dem Arbeitgeber begleitet in den ersten, ich würde mal sagen, 4 bis 8 Wochen. Ganz genau hingucken, wenn da keine Begleitung ist, dieses Friss oder Stirb oder Feuertaufe, komm, mach einfach mal. Das ist heikel, weil daran erkennt ihr sofort, da ist jemand erstens, der ein Problem mit Verantwortung hat, weil er übernimmt die Verantwortung nicht. Zweitens, wie wichtig könnt ihr dem sein? Wie wichtig kann das sein, was ihr leistet, wenn der gar nicht mit euch in einem Dialog steht? Hat der dann überhaupt Interesse an dem, was ihr macht, oder sollt ihr einfach nur euren Job machen? Hier, mach Arbeit, pass auf Kinder auf, fertig. Ja? Da wäre ich sehr sensibel. Es gibt da ganz viele tolle, spannende Sachen, auf die ihr achten könnt. Nummer 4 ist Umgang mit Versprechungen und Regeln. In Bewerbungsgesprächen bekommt ihr sehr viele Versprechungen und da werden auch schon im Alltag kriegt ihr auch schon viele Regeln mit, ne? Und dann schaut ihr mal, wie wird denn damit umgegangen, ja? Also Versprechungen, werden die eingehalten? Wenn ihr zum Beispiel bei dem Arbeitgeber oder der Leitung dann vorher im Bewerbungsgespräch fragt, habe ich Vorbereitungszeit? Fällt die Vorbereitungszeit aus bei Personalmangel oder ist die Vorbereitungszeit geschützt, ja? Also das sind ganz, da können wir jetzt ganz viele geile Fragen stellen, bei denen ich euch dann helfe, sie zu stellen, damit ihr genau herausfindet, wie koscher ist der da euch gegenüber sitzt. So, und wenn er dann sagt, ja, Vorbereitungszeit hast du und dann habt ihr in der Kita Personalmangel und dann schaut ihr mal, setzt die Leitung das wirklich um, reduziert sie die Kinderzahlen, schließt die Gruppen, bevor sie hingeht und sagt, so kannst du vielleicht doch auf deine Vorbereitungszeit verzichten und heute den Spätdienst machen, weil dann widerspricht sie ihren Versprechungen. Und das ist für mich immer ein K.O.-Kriterium, weil dann kann ich dem nicht mehr glauben. Der ist nicht mehr vertrauenswürdig. Das geht so nicht, ja? Wenn es solche Versprechungen gibt, dann muss ich klären, erstens, wie stark sind die gemeint? Also wie sehr kann ich mich darauf verlassen? Und gibt es Ausnahmen bei diesen Versprechungen? Das kläre ich schon im Bewerbungsgespräch oder bei der Hospitation. Und das zweite ist halt, dass ich gucke, wie mit Regeln umgegangen, ne? Gibt es Regeln, die allgemeingültig sind? Werden Regeln gerne mal hintergangen, gerne mal gebrochen? Gibt es gerne mal große Ausnahmen bei Regeln für die eine Familie, die eine Erzieherin? Das merkt ihr sofort, ne? Wenn eine Kita-Leitung oder der Träger bei dem einen das so macht und bei dem anderen so, obwohl es eine allgemeingültige Regel ist. Seltsam. Nummer 5. Einen Moment, ich trinke mal kurz Kaffee. Nummer 5. Was lässt er zu? Das ist sehr, sehr spannend. Was lässt ein Arbeitgeber oder eine Kita-Leitung eine Fachberatung zu? Ne? Lässt sie Mobbing zu? Lässt sie Ausgrenzung, Demütigung, Diskriminierung zu? Lässt sie Burnout zu? Ungesunde Rahmenbedingungen? Lässt sie es zu, dass ihr, dass euch die Ohren platzen, weil ihr keinen Schallschutz habt? Was lassen die zu? Und vor allen Dingen, wie reagieren die, wenn du es denen sagst? Wenn du denen sagst, hier, da gibt es das und das, das ist mega krass, das ist ganz furchtbar, das tut den Kindern nicht gut, das tut den Kollegen nicht gut, das tut mir nicht gut, ja? Und dann kommt der zweite Aspekt.
nicht nur, was lässt er zu, sondern wie reagiert er dann? Was genau tut die Kita-Leitung, die Fachberatung oder auch der Kita-Träger, wenn ihr dem das gemeldet habt, ne? Das ist sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, wann reagiert er? Schon direkt? Nach 2 Wochen? Nach 2 Monaten? Nach 2 Jahren? Ich habe hier ganz oft manchmal Kollegen bei mir oder in den Teams oder was auch immer, die erzählen mir, ich wollte eine Gehaltserhöhung, ich habe Probleme, Kindeswohlgefährdung. Dann hat das Monate gedauert, bis sie überhaupt mal ein Gespräch bekommen haben. An der Stelle mal ganz klar, ein guter Arbeitgeber, gut wisst ihr, ne, wenn ich spult an den Anfang zurück, da habe ich es definiert, ein guter Arbeitgeber, wenn ihr ein Gespräch mit dem wollt, gewährt ihr euch ein Gespräch in den ersten 2 Wochen. Eine gute Kita-Leitung ermöglicht euch ein Gespräch in den ersten 2 Wochen. Und alles darüber hinaus ist meines Erachtens nach nicht wirklich verantwortungsbewusst, vertrauensvoll und auch nicht sehr professionell. Vor allen Dingen, wenn es was Schwieriges ist. Natürlich, wenn wir von Kindeswohlgefährdung sprechen, dann sprechen wir hier nicht mehr von 2 Wochen, sondern dann sprechen wir hier von sofort. Sofort, nicht morgen, nicht übermorgen, sofort. Und wenn das Jugendamt hier, ganz oft macht das Jugendamt auch nicht mit, ja, dann sind die Leute in Urlaub, komisch, ja, da gibt es dann irgendwie, da gibt es sowas wie, ne, also Kindeswohl, scheiß drauf, ich habe Urlaub oder was, also kein Ersatz oder wie, naja, auf jeden Fall, da ist es ganz wichtig, dass wir knallhart sind und bei einigen Sachen sagen, hier warte ich gar nicht, sondern ich erwarte von dir, ich fordere von dir, das können wir auch mit einer Überlastungsanzeige zum Beispiel tun oder mit einer Aktennotiz, da gebe ich euch auch gerne viele geile Tipps mit an die Hand in Inhouse-Seminaren. Da könnt ihr sofort etwas bewegen, weil dann die Träger, die Kita-Leitung, Fachberatung gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir können sie sehr einfach in diese Pflicht bringen mit ein paar geilen Gesetzen. Einige davon stehen ja bereits in dem Pocket Guide, das wisst ihr ja. Da könnt ihr ja gerne nochmal reingucken oder euch den bestellen über meine Website. So, jetzt sind wir schon bei Punkt 6. Schau dir das Team an. Also auch an dem Team kannst du erkennen, wie gut ist die Kita-Leitung, wie gut ist der Kita-Träger, indem du in den Austausch gehst und einfach mal ein paar Situationen abcheckst. Fragst mal, wie haben die da reagiert, wie reagieren die darauf, wie geht's dir im Moment, was machst du besonders gerne hier? Und vor allen Dingen frag mal nach dem großen Warum. Frag mal alle Teammitglieder nach dem, warum arbeitest du, und jetzt passt auf, nicht nur warum arbeitest du hier, warum arbeitest du für diese Leitung? Ganz wichtig, warum arbeitest du für diese Leitung? Warum arbeitest du für diesen Kita-Träger? Und dann hört mal auf das Zwischenzeilige, ne? Auf die Antwort, die sie euch geben. Das große Warum. Und dann zum Schluss nochmal, provoziert doch gerne mal ein Gespräch. Also wenn ihr ein Problem seht, wenn irgendeine Situation eskaliert, es gibt Mobbing, es gibt was auch immer, ja, dann nehmt mal diese Situation sofort und provoziert mal ein Gespräch, dass ihr sagt, ich hätte gerne ein Gespräch. Dann guckt ihr mal, wann wird das Gespräch sein? Auf welche Art und Weise wird man mit euch sprechen, ja? Werdet ihr zitiert? Müsst ihr Beweise bringen? Werdet ihr diskreditiert? Ja, also alles so Sachen. Wie findet dieser Gesprächsrahmen statt? Und mit wem? Ist das nur die Kita-Leitung? Vertrauensvoll? Ist das sofort die Kita-Leitung und die Fachberatung und der Träger oder wer auch immer, dann wirst du klein gemacht. Das sind alles tolle Sachen, die ihr sofort checken könnt und nutzt das halbe Jahr, in dem ihr auch kündigen könnt, ne? Und zwar sofort. Also das ist nicht nur ein Schutz für den Arbeitgeber, sondern das ist auch ein Schutz für euch. Ihr könnt jederzeit herausfinden, sind die hier koscher? Kann ich mit denen vertrauensvoll arbeiten? Will ich für die arbeiten? Haben die eine gute Mission, ja? Erfüllen die meinen Herzenswunsch oder nicht? Und wenn ihr merkt, die sind nicht auf eurer Linie, die haben keinen Bock, gute pädagogische Arbeit zu leisten. Die wollen euch nicht schützen. Die wollen euch eher ausbrennen und auszehren. Dann könnt ihr dieses erste halbe Jahr nutzen, um auch sofort zu kündigen. Ne? Ich glaube, da habt ihr ein Kündigungsrecht von jetzt auf gleich oder von 2 Wochen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Arbeitsverträge an. So, an der Stelle mache ich jetzt erstmal hier einen Cut. Ich könnte, wie gesagt, noch viel erzählen, aber das sind ja alles Inhalte auch meiner Ausbildungen, Weiterbildungen, Inhouse-Fortbildungen. Wenn ihr darauf Bock habt, ladet mich ein. Wenn ihr merkt, es passt, ja, wir passen zueinander, sehr geil, dann werden wir abrocken, richtig geile, fette Fortbildung machen. Wenn ihr merkt, nee, es passt nicht, dann lasst es einfach, ist völlig in Ordnung. Jetzt gehe ich erstmal, jetzt trinke ich mal nochmal eine Tasse Kaffee. Dann gucke ich mir eure Fragen an und wie ihr über das Thema denkt und woran ihr das festmacht. Was ist ein guter Arbeitgeber? Was ist eine gute Kita-Leitung? Woran macht ihr das fest? Was ist euch wichtig? So, moin moin, da kommen noch ein paar Leute rein. Viele Arbeitgeber wollen so. Ich gucke mal nur nach Fragen im ersten Moment. Ne? Wir haben große Leitungen,
Wir haben eine großartige Leitung, die nach 5 Jahren an ihre Grenzen stößt, was den Träger betrifft. Unsere Träger hat keine Haltung gegenüber unseren Angestellten. Das ist spannend, dass du das hier nochmal sagst. Mir fällt ein, ich bin gestern auch von jemandem angesprochen worden davon, dass die Leitung ja nichts für die Rahmenbedingungen kann. Ne? Daran erkennt man nicht eine gute oder schlechte Leitung. Und ich denke mir, es ist die Art und Weise, wie sie damit umgeht, die Leitung. Also wenn die Leitung dafür sorgt, dass die schlechten Rahmenbedingungen nicht auf das Personal und die Kinder abfärben, dann ist das eine gute Leitung. Wenn sich die Leitung aber hinstellt und sagt, ich kann doch auch nichts dafür, das ist doch vom Land gemacht, vom Träger gemacht, ich muss euch alleine arbeiten lassen, ich muss euch die Pause entziehen, ich muss euch leider irgendwie, ihr habt leider keine Chance irgendwie Vorbereitungszeit zu machen, dann kann ich die Leitung nicht aus der Verantwortung nehmen, im Gegenteil, ich nehme sie voll mit rein und eine Leitung, die bei diesem Spiel mitspielt, ist für mich einfach keine professionelle Leitung und hat in dem Job noch nichts zu suchen. Es kann ja sein, dass sie sich da schult, weiterbildet etc., dann kann sie gerne kommen. Wie würdest du reagieren, von Dane eine Frage, wie würdest du reagieren, wenn seitens des Trägers Leitung im Vorstellungsgespräch gesagt wird, dass die Vorbereitungszeit entfällt, wenn Personalmangel da ist. Eine diplomatische Reaktion. Dane, das ist für mich inakzeptabel. Von daher kann ich ganz klar sagen, und das ist ja diese, das ist das, da habe ich ein Standing, das kann ich entwickeln, ja, dass ich da sitze und ganz klar sage, passen Sie auf, wenn Sie mir jetzt schon sagen, dass ich auf die Vorbereitungszeit verzichten muss bei Personalmangel, weil ich dann einspringen muss, dann kann ich ja meiner pädagogischen Verantwortung gar nicht gerecht werden und meinem pädagogischen Selbstbild. Ergo werde ich auf Dauer unglücklich werden. Ich weiß auch nicht, womit ich rechnen kann. Ich bin vielleicht ein Mitarbeiter, der findet es ganz wichtig, dass ich Verlässlichkeit spüre. Und wenn in der Kita kann alles passieren. Und wenn ich da nicht Verlässlichkeit habe, dann gehe ich in der Kita einfach unter. Jeder Tag ist anders und wenn es da nicht Basics gibt, über die wir nicht hinausgehen, Grenzen, die wir nicht brechen, dann kann ich mich auf nichts mehr verlassen. Von daher, Dane, ganz klar, ich würde dem Träger hier sagen, pass mal auf, lieber Träger, für mich ist es ganz wichtig, wenn Sie mich haben wollen und glauben Sie mir, ich bin einer der Geilsten. Wenn Sie mich haben, dann rocke ich Ihre Kita und das wird unglaublich geil. Ja, Sie kriegen den besten Pädagogen ever, den Sie haben können. Ja, ich darf stolz auf mich sein, ich darf das so sagen. Den wollen die doch auch, mal ganz ehrlich. Ja? Und dann sage ich denen, passen Sie auf, wenn Sie mich wollen, dann nur, wenn ich weiß, dass ich meine Vorbereitungszeit von 4 Stunden oder 6 Stunden in der Woche definitiv bekommen werde und dass die Leitung auch dahinter steht und dass es ganz klar ist, dass die Leitung auch da das Team schützt, die Pädagogik schützt, indem sie sagt, ich schließe lieber die Kita, ich schließe die Gruppen, ich lasse die Kinder abholen, bevor meine Leute auf Vorbereitungszeit verzichten. Wenn ein Arbeitgeber sagt, nö, da sind wir raus, dann arbeite ich nicht für den. Das ist das Tolle, weil ich so viele, ich habe die Prinzipien in mir, die Haltung in mir. Ich brauche so Leute nicht. Ja, ich lebe auch mit einer Frau zusammen, die meine Werte teilt. Ich werde doch nicht mit einer Frau zusammenleben wollen oder mit einem Mann, ist ja egal, ob ich jetzt hetero bin oder homo bin, ein Mensch, mit der meine Werte nicht erfüllt. Was soll ich mit dem? Und warum soll ich dann noch 8 Stunden mit dem die Zeit verbringen und für den arbeiten und für den eine Wertschöpfung erbringen? Nee, bin ich raus, Dane. So, meine Frage, Meine Frage, auf welche Details sollte ich bei einem Hospitationstag achten? Sollten die Versprechen bei einem Bewerbungsgespräch schriftlich festgehalten werden, protokolliert werden? Michi, an der Stelle erstmal, überleg dir einen guten Plan, wenn du in eine Hospitation gehst. Also, ich habe das ganz oft so gemacht, dass ich, weil die wollen ja beides von dir sehen. Die wollen einmal sehen, wie bist du zu den Kollegen und wie bist du zu den Kindern. Das heißt, ich habe im ersten Part, ich kläre auch schon darüber auf, alle im Team, ja, wenn ich hospitieren komme. Passt mal auf, Leute, ich habe mir hier folgendes Zeitfenster gesteckt. Die ersten 2 Stunden bin ich bei den Kindern. Die letzten 2 oder 4 Stunden, je nachdem, wie lange ihr hospitiert, bin ich bei euch. Da werde ich euch Fragen stellen, damit die schon mal wissen, warum ihr tut, was ihr tut. Das tun die wenigsten. Die tun einfach und dann überlassen sie es den Gedanken der anderen. Dann habt ihr es aber gar nicht mehr im Griff. Ihr habt nichts mehr, keine Chance mehr. Dann denken die über euch, was sie denken wollen. Ganz wichtig, geht in den Austausch und sagt denen, ich mache das erst so und dann so. Und dann würde ich definitiv hingehen, Michi, und dann auch mal so sagen, ich würde das nicht hinstellen in den Raum und würde sagen, passen Sie auf, Sie haben mir gerade gesagt, ich habe Vorbereitungszeit, die mir niemals ausfällt. Ich möchte, dass Sie mir das aufschreiben und unterschreiben. Damit schaffst du eine schwierige Vertrauensbasis. Ich würde es cleverer machen. Ich würde sagen, hier, passen Sie auf, liebe Frau Müller, liebe Leitung, ne, liebe Frau Müller, wenn ich Sie fragen würde, ob Sie bereit wären, mir Ihre Versprechungen, die Sie mir gerade gegeben haben, schriftlich hier auf den Tisch zu legen mit Ihrer Unterschrift, würden Sie das tun? Das reicht schon als Frage. Dann wirst du sofort merken, der Körpersprache, ne, wie reagiert sie? Fängt sie an zu schwitzen? Atmet sie in die Brustkorb? Atmet sie in den Bauch? Ja? Wie ist der Puls? Das spürst du. Siehst du auch an der Halsschlagader am Hals? Das siehst du alles. Kann ich euch alles zeigen? Ja? Und dann siehst du sofort, wie sie reagiert. Das finde ich eine viel spannendere Geschichte. So.
Alles, was protokolliert wird, ist schwierig in dem Zusammenhang an der Stelle nochmal, Michi, weil du einfach da das noch nicht entstandene Vertrauensverhältnis schwächst. So, Manuela, hab mal nach 10 Wochen gekündigt. Das kostet Mut, aber war die richtige Entscheidung. Sehr geil, Manuela. Genauso solltet ihr tun. Macht es bitte wie ich. Sucht euch den Träger aus, der rechtschaffen ist, also der moralisch ist, der Wert unterstützt, der eine Mission hat. Und boykottiert alle anderen Träger. Und bitte geht nicht wieder hin und sagt, ja, aber wenn ich die boykottiere, dann habe ich in der Nähe nichts, dann muss ich so weit fahren. Oder der ist so toll, die Stelle ist so super da, da kann ich machen, wie ich will. Für mich am wichtigsten ist die Mission, also die Haltung, die ich habe. Und wenn die Haltung mit meinem Beziehungspartner nicht über einstimmen, ne? Also meine Frau könnte ja jetzt, passt mal auf, meine Frau könnte ja jetzt die absolute Sexbombe sein, ne? Nicht nur optisch, sondern auch im Bett könnte sie ja die absolut geilste sein. So, wenn sie aber einen miesen Charakter hat, was soll ich mit so einer Frau? Also was soll ich denn mit dieser Partnerschaft? Ganz ehrlich. Und wir können jetzt auch andere Themen nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Am allerwichtigsten, um glücklich leben zu können, damit ihr das Glück auch spürt, tagtäglich und nicht mit Bauchschmerzen auf die Arbeit geht, ist, dass ihr erkennt, mit welchen Menschen ihr zusammenarbeitet, was für eine Haltung, was für eine Mission haben die. So, meine Kita-Leitung hat mehrmals bei Teamsitzungen erwähnt, dass es bei uns Schwangerschaftsverbot gibt. Wir sind fast nur Frauen, nur ein Mann. Wie findest du diese Aussage, Efi? Schwangerschaftsverbot? Ganz ehrlich, wenn eine Leitung das wirklich sagt, dann kannst du sie anzeigen und dann ist sie weg. Sofort. Das ist Diskriminierung, das ist Geringschätzung, das ist eine Form von Mobbing und Ausgrenzung. In diesem Satz steckt das absolute K.O.-Kriterium für jede Kita-Leitung. Wenn das ein Arbeitgeber auch in einem Bewerbungsgespräch sagt oder eine Kita-Leitung, ist sie weg. Sie ist aber nur dann weg, wenn ihr den Arsch in der Hose habt und das zur Sprache bringt und sagt, pass mal auf, so geht das nicht, ja, erst in den Dialog. Und wenn ihr merkt, die geht gar nicht weg von ihrem Standpunkt, die bleibt da, dass ihr dann sagt, pass mal auf, das geht so nicht, ich werde ganz klar jetzt hier beim Träger Anzeige erstatten, bei der Fachberatung, bei der Fachaufsicht und beim Jugendamt, ganz klar werde ich Anzeige erstatten, denn das, was du tust, widerspricht allen Gesetzmäßigkeiten, die wir in dem Miteinander haben. So, Anne ist auch mit dabei. Dirk, Kaffee ist immer gut. Ja, darauf, Dirk. Das klingt alles traumhaft. Habe bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht und mittlerweile gar keine Lust mehr auf Erzieher sein. Ja, Corinna, das kann ich total nachvollziehen. Mir ging es auch oft so, bis ich dann gemerkt habe, wenn ich für mich mein Standing entwickle, und das ist das, was ich mache, Persönlichkeitsentwicklung, das gibt es in der Kita-Szene eigentlich so gut wie gar nicht. Da geht es immer nur um Pädagogik und Didaktik und Strategien. Aber es geht nie um die Persönlichkeit, wisst ihr, der Mensch ist entscheidend. Das da kommt danach. Und was wir in der Kita-Szene nie machen, ist erstmal Menschenarbeit. Mit dem Mensch in die Interaktion und dann kommt der Rest. Ja, und ich glaube, Corinna, wenn du das Glück hast und kommst in eine Kita-Helden-Kita oder in eine Kita, die auf Werten basiert und da, wo Menschen arbeiten, die ein Standing haben, dann wird es dir da auch wieder besser gehen. Was ist das für eine Aussage? Kaffee ist immer toll, sehr traurig. Anne, warum? Trinkst du lieber Tee? Hier eröffnet erst eine Kita kommendes Jahr und sucht nun Fachkräfte. Was wären deine Tipps, worauf zu achten ist bei einem Bewerbungsgespräch, Anschreiben etc.? Pass auf, Svenja, das ist ganz wichtig, das ist mein Job. Das kann ich und will ich dir jetzt gar nicht hier in einem Live-Chat sagen, sondern dann bestell mich ein. Ja, wie gesagt, ich unterstütze ganz viele Träger in Personalstrukturen. Wie baue ich Bewerbungsgespräche auf? Wie führe ich Mitarbeitergespräche? Führe ich überhaupt noch Mitarbeitergespräche? Wie baue ich eine Unternehmenskultur auf? Das beste Team der Welt, die Kita-Helden-Prinzipien. Und vor allen Dingen, wie ich coache viele Kita-Leitungen, die wissen wollen, worauf achtet man bei Bewerbungsgesprächen, wie stelle ich die Besten ein, wie erkenne ich die Besten etc. An der Stelle, Svenja, schreib mir eine Mail, lad mich ein, an der Stelle werde ich darauf auch keine komplexe Antwort geben wollen. So, genau, die Vorbereitungszeit ist sehr, sehr wichtig. Richtig, wie kommt dein neuer Pocket Guide? Welche Themen? Michi fragt nach meinem neuen Pocket Guide. Also, Pocket Guide Nummer 1. Da geht es ja um, wie gehe ich mit Personalmangel um. Da stehen auch alle Gesetze drin. Ne? Alle Gesetze, die ihr braucht, um Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Meldepflicht mit allen Paragraphen etc. findet ihr hier drin. Der zweite Pocket Guide wird sich mit dem Thema Elternkommunikation beschäftigen. Das ist extrem wichtig, vor allen Dingen dieses Jahr, weil wir aufgrund von Corona extrem viele Konflikte jetzt schon mit Eltern haben, Missstimmigkeiten, und wir werden noch mehr Konflikte kriegen. Das wird eines der krassesten Jahre sein, weil wir Corona haben und weil der Herbst-Winter ganz, ganz schwierig ist im Hinblick darauf, dass Eltern gerne ihre kranken Kinder bringen. Aber was ist, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt ja gar nicht mehr eure Kinder bringen, weil jedes Kind, das schnupft, niest, hustet, was auch immer, hat ja dann Corona. Dann gibt es extrem viele Konflikte. Und damit wir da richtig geile Arbeit leisten können, wird der nächste Pocket Guide sich um das Thema Elternkommunikation drehen. Da geht es auch darum, wie baue ich einen richtig geilen Elternabend auf. Und zwar so, dass mindestens 80% der Eltern kommen. Versprochen.
Versprochen, ehrlich, die kommen dann. Wenn ihr das so macht, kommen die. Aber an der Stelle lasst euch überraschen. So, Caroline, wir haben im Container quasi Sauna-Feeling gehabt. Ich habe teilweise 43 Grad in den Räumen gemessen. Von oben hieß es, wow, an der Stelle, ich glaube, ich brauche auch gar nicht mehr weiterzulesen. Das ist eine gesundheitliche Gefährdung. Das heißt, das könnt ihr zur Anzeige bringen bei dem Träger. Da könnt ihr einfach eine Überlastungsanzeige schreiben oder ihr schreibt eine Aktennotiz. Ihr sagt dem Träger einfach, unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel kollabiere aufgrund der Hitze, ja, Kreislaufversagen etc., auch für die Kinder, vor allen Dingen für die Allerjüngsten, ja, die noch nicht so transpirieren können, ja. Kinder unter 3, die haben ja noch nicht die Möglichkeit, so zu transpirieren wie Erwachsene. Die können sich nicht abkühlen. Das ist eine Kindeswohlgefährdung. Ganz klar, schließen. Fertig. Knallhart, ja. Und das ist es wieder. Woran erkennt ihr einen guten Träger? Ein guter Träger kommt mal vorbei bei einem Container, der weiß das dann, ja. Oder bei einer Dachgeschosskita. Der kommt vorbei, spürt mal rein, ja, und merkt mal, okay, wie heiß ist das? Und wenn er merkt, das ist nicht ertragbar, dann schließt er selber die Kita. Das ist ein verantwortungsbewusster, das ist ein guter Träger. Das ist eine gute Kita-Leitung, die selber mal in die Kita-Räume kommt, ja, und dann spürt so krass, das geht nicht. Das darf so nicht gehen. Ich schließe. Ja, sofort. Kann ich machen, ist rechtens. Kindeswohlgefährdung, ja, Fürsorgepflicht. Ganz einfach, steht auch im Pocket Guide. Könnt ihr die Gesetze direkt reinschreiben. Lieber Arbeitgeber, hiermit habe ich alle Kinder abholen lassen. Ich schließe die Kita für heute, weil sie das Wohl der Kinder gefährdet. Punkt. Ja, ich weiß, es ist anstrengend und es ist schwierig. Ihr müsst aus der Komfortzone raus, aber so ist es. So, Beatrice, Elfi, ich finde dein... Ah ja, antwortet auf Elfi. So, was haben wir noch? Svenja, wo ist die Kita? Okay, Messnerkreis. Da antwortet Svenja. Okay, da antwortet ihr untereinander. Wo haben wir noch eine Frage? Ah, Svenja, was können wir als Team tun, wenn eine neue Leitung eingestellt wird, ohne dass wir mit einbezogen werden? Svenja, an der Stelle ganz klar, ihr geht zum Personalrat oder ihr geht zur Personalaufsicht oder auch zum Bürgermeister Geschäftsführung und sagt dem als Team klar, eine gute Kita-Leitung ist nur so gut wie ihr Team. Das heißt, das Team ist wichtiger als die Kita-Leitung. Ergo bestimmt auch das Team mit, welche Kita-Leitung jetzt de facto für diese Kita arbeitet. Wenn ihr als Team das nicht mitbestimmen dürft, ist das schon mal ein Indiz dafür, wie sehr euch euer Träger, euer Arbeitgeber vertraut, nämlich nicht sehr. Und wie viel Wert er auf eure Meinung legt, nämlich nicht viel. Und ich will nicht mit jemandem arbeiten und zusammenleben, der nicht Wert auf meine Meinung legt, mich nicht einbezieht in die Expertise, mich als Fachkraft mit einbindet. Ganz klar. Und wenn er keinen Bock hat an der Stelle, Svenja, dann habt ihr da eh keine Chance. Dann ist das ein Machtspiel, ja? Das Einzige, was ihr tun könnt an der Stelle, wenn ihr trotzdem bleiben wollt bei so einem Träger, dass ihr die Kita-Leitung, wenn sie dann kommt, damit einbindet und der Kita-Leitung sagt als Team, liebe Kita-Leitung, es ist toll, dass du da bist. Allerdings, wir haben etwa eine große Unsicherheit und ein etwas, was wir gerne mit dir teilen wollen. Wir fühlen uns damit nicht so wohl und wir hoffen, dass du uns helfen kannst. So, können wir sie mal Frau Müller nennen, ne? Also Frau Müller. Und zwar, unser Träger hat sie eingestellt, ohne uns mit einzubeziehen. Das heißt, wir wissen nicht, wer sie sind. Wir wissen nicht, was für ein Mensch sie sind. Wir wissen nicht, wie sie arbeiten. Wir kennen ihre Prinzipien nicht. Wir sind nicht Teil der Entscheidung gewesen. Und ganz ehrlich, Frau Müller, wenn wir mit Ihnen arbeiten, dann wollen wir gerne einbezogen werden in diese Entscheidung. Unser Träger will das nicht, aber vielleicht wollen Sie das. Und dann könnt ihr die Leitung mit auf diesen Weg nehmen und der Leitung sagen, passt mal auf, lass uns doch mal hier gemeinsam in den nächsten 2-3 Wochen gucken, ja, wie wir miteinander klarkommen und die Leitung dazu einladen, nicht um jeden Preis diese Stelle zu nehmen und eher die anderen zu kündigen, eher dann dazu, dass diese Leitung sagt, wow, das wusste ich gar nicht, dass ihr gar nicht einbezogen wurdet. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich merke, dass wir miteinander nicht klarkommen, dass ihr mit mir nicht klarkommt, mit meiner Art, meinen Zielen, mein Standing, dann werde ich wieder gehen. Warum auch nicht, liebe Kita-Leitung? Was soll denn dann der Krieg? Ne? Also die Kita-Leitung ist doch nicht höherwertiger als das Team, wenn überhaupt im Gegenteil, aber wir haben ja eine Gleichwertigkeit hier. Das heißt also nicht, ich als Kita-Leitung bleibe dann und dann mache ich euch das Leben zur Hölle und dann werde ich dich kündigen und dich, weil du nicht meiner Meinung bist, etc. Macht gar keinen Sinn. Sucht euch etwas, was euch glücklich macht. Sucht euch dann ein Team, mit dem ihr glücklich werdet. Und liebes Team, das keinen Einfluss darauf hat, hier ist Svenja, bindet die Kita-Leitung, die neue, mit in diesen Prozess ein und ladet sie dazu ein, von euch gewählt zu werden, selbst wenn sie schon eingestellt ist. So, ach du Scheiße, what? Achso, du hast geantwortet. Mittlerweile ist so viel Mobbing in den Einrichtungen. Ja, das weiß ich auch, Petra. Da kriege ich jeden Tag Mails von euch. Ich möchte deine geile Kaffeetasse haben. An der Stelle trinke ich nochmal ganz langsam. We can do it. Sag ich euch ja immer wieder. Am Ende kommt es nicht darauf an, was kenne ich und was kann ich, sondern was mache ich. So,
dann schauen wir mal. Mein Abend, wie spät ist es denn? 10.40 Uhr, okay. Mal gucken wir noch. Ihr könnt noch gerne ein paar Fragen reinhauen. Mein Arbeitgeber genehmigt mir keinen Erzieherstuhl. Habe Skoliose und neue Hüfte. Was tun? Maria, wenn dein Arbeitgeber dir das nicht, also auch da wieder, es ist ganz wichtig, wir trennen hier zwei Bereiche, Maria, okay? Für alle euch da draußen auch. Also, der erste Bereich ist, wir gucken auf die Metaebene, ne? Der Erzieher, der Arbeitgeber genehmigt diesen Stuhl nicht, obwohl er vielleicht weiß, dass da jemand ist, der gesundheitliche Probleme hat, unabhängig davon, dass es gesetzlich verpflichtend ist. So, wenn der das nicht tut, der Arbeitgeber, dann ist er zweifelhaft, ganz ehrlich. Dann würde ich mit ihm in den Dialog gehen und würde sagen, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, ich möchte einen Arbeitgeber haben, einen Träger haben, der auf mich achtet, der auf mich aufpasst, der bereit ist, in mich zu investieren, auch Fortbildungen, ja. Und ich möchte diese Gleichwertigkeit, ich möchte für dich die beste Arbeit der Welt erbringen und ich möchte, dass du in deinem Rahmen für mich die beste Arbeit der Welt erbringst. Das ist doch ganz klar. Und wenn ich sage, ich brauche einen Stehtisch oder einen höhenverstellbaren Tisch als Kita-Leitung, weil ich Rückenprobleme sonst kriege, etc., Migräne, dann wird er mir diesen Tisch organisieren. Dann wird er mir helfen dabei. Ich glaube, das macht man dann über die Rentenversicherung. Da gibt es Fördermittel dazu. Wenn er das nicht will, ne, merkt ihr, wenn er nicht mitmachen will, dann ist das ein zweifelhafter Arbeitgeber. Und darum geht es. Es geht gar nicht darum, der Beste zu sein. Es geht darum zu checken, ob die Kita-Leitung und der Arbeitgeber die Besten sein wollen. Und das erkennt ihr sofort, indem ihr ihnen sagt, pass mal auf, das ist die Situation. So und so geht es mir mit der Situation. Ich brauche eine Veränderung gerne im gemeinsamen Austausch. Wann bist du bereit, diese Veränderung mit mir zu machen? Und dann kommt die Reaktion des Arbeitgebers. Hat er Bock drauf? Macht er mit? Auch wenn er es noch nicht sofort hinkriegt oder nicht sofort das Geld dafür hat. Aber er will es unbedingt. Geil. Oder er lehnt ab, er findet lauter Ausreden, Begründungen, warum das jetzt nicht geht. Das geht, oh, komm, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Wenn sich jemand nicht für mich einsetzt, ja, mit mir nicht bereit ist, Pferde zu stehlen, nicht mein Fels in der Brandung ist, ganz ehrlich. Nee. So, genau. Und zweitens, Maria, er ist verpflichtet dazu, gesetzlich. Kannst du direkt in den Dialog mit ihm gehen und sagen, hier, pass mal auf, du bist verpflichtet dazu. Ja, ja. Prävention, Gesundheitsprävention, sind die Arbeitgeber verpflichtet, ne? Das ist die Fürsorgepflicht. Guck mal, google mal, Fürsorgepflicht findest du aber auch als Paragraph hier im Pocket Guide. Auf meiner Webseite kannst du ihn kriegen. Fürsorgepflicht, ganz klar drin. So, da antwortet der Maria auch, genau, da antwortet ihr untereinander. Unser Bürgermeister war beim Bewerbungsgespräch dabei. Er wollte nur zuhören und stellte mir am Schluss die Frage, warum ich nur 5 Monate beim alten Arbeitgeber war. Wie stehst du zu so einer Frage? Ja, Corinna, das ist eine ganz wichtige Frage. Auch ich würde natürlich fragen, hier, pass mal auf, was hat dich dazu veranlasst, schon früher von deinem Arbeitgeber zu gehen? Gibt es etwas, was da passiert ist, wovon du gerne möchtest, dass es nicht nochmal passiert? Ne? Das ist sehr aufrichtig, was ich mache. Weil ich möchte nicht in eine Situation mit dir geraten, indem ich etwas tue, was dir nicht gut tut, sage ich als Kita-Leitung. Und dann wird derjenige mir auch sagen, was da genau passiert ist. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da mal nachfragt, ja. Weil diese Frage ist ja, also für mich ist sie keine Kontrollfrage, auch hier wieder, da Körpersprache, ihr müsst es lernen, das biete ich euch ja an. Ihr müsst lernen, ist das jetzt eine Frage, um mich zu kontrollieren? Bin ich ein Arschloch? Ist das eine Bist du ein Arschloch? Frage. Oder ist das eine Frage, ich will wirklich, dass es uns beiden in der Zusammenarbeit gut geht. Deswegen möchte ich mehr über dich erfahren. Das ist eine ganz andere Basis. Und das könnt ihr aber nur erkennen, wenn ihr ein bisschen geschult darin seid. Von daher biete ich euch das ja an mit der Kita-Helden-Coach-Ausbildung in Hamburg oder in München. Findet ihr alles über die Webseite, wann die ist, etc. Oder die Inhouse-Fortbildungen, dass wir das trainieren. Und dann werdet ihr in solchen Situationen ganz einfach alles erkennen. Die Leitung ist bis er da untereinander wieder. Ich muss mal gucken, wo ihr mich was fragt oder andere zum Thema Elternarbeit. Wie stehst du ihr zu EGs bei der Familie zu Hause? Elterngespräche bei der Familie zu Hause, Vera, kann dann sinnvoll sein. Also ich bin niemand, der sagt per se alles scheiße. Ja? Also nicht plakativ sein an der Stelle, sondern ich gucke, also wenn es ein Kind gibt, das Auffälligkeiten hat, von dem ich mir nicht erklären kann, woher kommt das? In der Kita sehe ich das so, gibt es keine Situationen, die darauf zurückführen lassen oder die mich darauf schließen lassen, dass das der Auslöser ist. Dann könnte der Auslöser zu Hause sein. Dann ist es natürlich für mich eine Gratwanderung. Beziehe ich die Erziehungsberatung mit ein oder den psychologischen Dienst oder mache ich mir selbst mal ein Bild und lade mich mal zu Hause ein und sage, hey, ich sehe ihr Kind noch nicht ganz. Ich kann ihr Kind noch nicht ganz erkennen. Ich wüsste gerne, wie ihr Kind sich auch in dem familiären Kontext verhält. Damit ich noch besser verstehen kann, was ihr Kind braucht, auch in der Kita. Das ist Bildung und Beziehungspartnerschaft, ja. Und dann kann so ein Elterngespräch zu Hause sehr gut sein, weil ich dann Eltern auch in so einem familiären Kontext sehe. Na, dann sind die anders, die sind dann anders, kennen wir auch, ja. Und ich sehe auch mal das Kinderzimmer, ich sehe die Organisation zu Hause, ich sehe die Sauberkeit, die Ordnung, die Klarheit zu Hause, den Ton.
Ich kann da ganz viel hören und das macht sehr viel Sinn. So. Mittlerweile wird doch sogar so schlecht gebaut, dass die Räume unheimlich schnell aufheizen. Ja, Steffi, das merke ich auch. Ja, die Räume sind ganz gruselig. Neue Kitas, in denen ich bin, die wirken manchmal wie so ein Bunker. Also, ne, da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Das ist ganz unangenehm und im Winter ist das mega krass. Und das ist auch gar nicht nachhaltig, weil Erzieher dann dazu neigen, ständig entweder die Fenster geschlossen zu halten und werden alle krank im Winter, weil alle sich anhusten, die Bakterien können nicht mehr raus. Oder sie lüften ohne Ende, machen wieder zu, lüften, heizen, lüften, heizen, lüften, heizen. Das kostet unendlich viel Geld. So, Andreas, wir müssen nochmal privat reden. Ich brauche dich. Jenny, ja, dann reden wir nochmal privat. Kennst ja meine Mailadresse. So, welchen Kriterien folge ich, um Leitung einer Einrichtung zu werden, die erst nach dem Bewerbungsgespräch fertiggestellt wird und ich weder das eventuell vorhandene Team noch Räumlichkeiten vorher kennenlerne? Welche Kriterien, das ist Miris Frage, folgen ich, um Leitung einer Einrichtung zu werden, die erst nach dem Bewerbungsgespräch... Ach so, wenn die Kita noch nicht fertig ist, ja. An der Stelle bist du der Teambildner. Also da bist du, dann baust du halt das Team auf, ne? Oder wenn das Team schon aufgebaut ist, dann lernt ihr euch kennen und benutzt diese Strategie, die ich eben, glaube ich, der... ich weiß gar nicht, wem ich es gesagt habe. Habe ich leider vergessen, tut mir leid. Aber ich habe ja hier einer gesagt, dann macht es Sinn, dass ihr mit dem Team, dass du als Leitung mit dem Team nochmal sagst, pass mal auf, ich bin hier jetzt hier eingestellt worden. Das ist eine Entscheidung, die habt ihr nicht mitgetroffen. Ich will aber für euch mein Bestes geben. Das heißt, ich will auch von euch hören, ob ihr euch für mich entscheidet. Da ihr mich noch nicht kennt, gebt mir einfach mal ein paar Wochen und danach setzen wir uns zusammen und ihr gebt mir ein ganz aufrichtiges Feedback, ob ihr mich als Leitung wollt oder nicht. Da haben wir riesig Angst vor, wir Leitungen, was ich ja gar nicht mehr mittlerweile verstehe, weil ich will doch auch in dieses Team gehören, ich will doch Zugehörigkeit, ich will doch nicht um jeden Preis einen Partner in einer Liebesbeziehung, ich bringe mal ein anderes Beispiel, sondern ich will den Partner, der zu mir passt. Und dann frage ich doch als Kita-Leitung auch das Team, ich beziehe es mit in diese Entscheidung ein. Und wenn das Team am Ende sagt, nach 3, 4, 5, 6 Wochen, liebe Kita-Leitung, du hast zwar dein Bestes gegeben, aber das passt nicht zwischen uns. Geil, danke, dann gehe ich, weil ich will doch glücklich werden. Das ist doch das, worauf es ankommt. Nicht, ich will um jeden Preis einen Job, ich will um jeden Preis Macht, ich will um jeden Preis Kita-Leitung sein, sondern ich will einfach glücklich werden. So, was kann man denn unter solchen Umständen machen? Jetzt fragt ihr euch untereinander. Ist es rechtens, dass, oder war da noch Maria, meine Leitung hat, hat letztes Jahr welche beantragt, woraufhin gab es bis jetzt vom Arbeitgeber keine Rückmeldung. Okay, wenn natürlich Gefahr im Verzug ist und das hört sich, glaube ich, da ging es um den Erzieherstuhl, dann kannst du die anzeigen. Maria, es ist ganz wichtig, dass du dann einfach zur Aufsichtsbehörde gehst, zur Fachaufsicht, zum Personalrat oder zum Jugendamt, Anzeige erstattest und den Träger aber vorher nochmal warnst und die Kita-Leitung auch sagst, pass mal auf, wenn ihr nicht für meine Gesundheit sorgt und ich noch weiter hier arbeiten möchte, ja, zumindest so lange, bis ich dann kündigen werde, weil ich scheine euch ja nichts zu bedeuten, dann möchte ich, dass ihr mir jetzt bis nächste Woche so einen Stuhl besorgt. Wenn ihr das nicht könnt, dann werde ich das tatsächlich melden, weil ihr habt ja auch, wisst ihr, das ist ja nicht nur ein Recht, das ist eine Pflicht, ihr habt eine Meldepflicht, liebe Leute da draußen. Ja, ihr müsst Missstände melden, ihr seid dazu verpflichtet. Das steht in den Gesetzen so, auch da nochmal Meldepflicht, hier im Pocket Guide steht's drin. Ja, und die hat jeder, da könnt ihr euch nicht rausziehen. So, ist es rechtens, dass während der Corona-Zeit alle Überstunden gestrichen wurden und auch die Vor- und Nachbereitungszeit wegfallen, weil wir gerade Personalmangel haben? Nein, Petra, ganz einfach nein. Ich bin in vielen Kitas jetzt, in ganz vielen, ich komme auch noch in ganz viele bis Ende des Jahres, in extrem viele geile Termine, auf die ich mich freue. Und genau zu diesem Thema, ich zeige den Teams, was sie tun können, wenn der Arbeitgeber diese nicht rechtmäßigen, diese meines Erachtens nach auch fürsorgepflichtsverletzenden Entscheidungen trifft. Ganz einfach. Und ein guter Arbeitgeber ist gerne bereit, mit dir in den Dialog zu treten. Wenn du dem das sagst, ne, auch der Kita-Leitung, der Fachberatung, das denen genau so sagst, dann werden sie dir ein Gespräch anbieten und gerne mit dir nach Lösungen suchen. Sollten sie das nicht tun, mein Tipp an dich, Petra, such dir einen neuen Arbeitgeber. Und bitte, nehmt wirklich das Beispiel mit einer Beziehung, ja, mit eurer Frau, mit eurem Mann, was auch immer, ja. Eine Arbeitsbeziehung ist gleichwertig wie eine Liebesbeziehung. Natürlich ist sie gleichwertig. Warum? Weil sie in mir gleichwertig ist. Es geht hier nicht um den Arbeitskontext und den Privatkontext. Es geht um mich, Leute, um mich. Ich will glücklich werden. Ich will meine Zeit nur mit Menschen verbringen, die mich glücklich machen oder mit denen ich glücklich werden kann. Oder die zu mir stehen, wenn wir alle nicht glücklich sind. Die mir aus den Problemen heraushelfen und mit denen ich gemeinsam Probleme stemmen kann. Das ist mein Ding. Es geht nicht um die Gleichwertigkeit zwischen Privat und Arbeit. Es geht nur um mich. Wie will ich leben? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich will nur mit Menschen zusammen sein, die bereit sind, in mich zu investieren. Also von daher ganz klar, Petra,
Checke, ob dein Arbeitgeber dich hier unterstützt, ob er dein Fels in der Brandung ist. Sag ihm das, wenn das nicht ist und wenn er darauf nicht reagiert und nicht bereit ist, dein Fels zu werden, dann bitte hinterfrage dich und überlege, ob du deine Lebenszeit wirklich in sowas investieren möchtest. So, die Beschränkung findet ja in unseren Köpfen statt. Ganz genau, Gabriel. So, Rechtsberatung schon kontaktiert. Genau, Mitarbeitervertretung, Gewerkschaft und Rechtsberatung. Ganz wichtig, ich hoffe, ihr habt alle eine Rechtsschutzversicherung. Ne? Die habe ich schon direkt ganz am Anfang mitgemacht, weil leider gibt es immer wieder mal Situationen, in der Arbeitgeber oder auch Kita-Leitung und Fachberatungen keine Ahnung von dem haben, was sie da tun. Da mangelt es ihnen an Professionalität, Standing und vor allen Dingen Wissen über die Rechtsgrundlagen, Rechte und Pflichten, und dann braucht es manchmal auch einen Anwalt. Ich hätte da auch eine Frage, sagt Anna. So, wie viel Zeit haben wir noch? 10.50 Uhr, okay. Ich absolviere gerade ein ehrenamtliches Praktikum, 480 Stunden als Voraussetzung, da ich Ende August die Ausbildung zur Erzieherin beginne. Jetzt hat mich eine Freundin auf die Ehrenamtspauschale aufmerksam gemacht. Hab die Leitung darauf angesprochen und renne seit einer Woche hinterher, da ich keine Antwort bekomme. Habe ich ein Recht auf diese Pauschale? Also erstmal, Anne, nein, du hast kein Recht darauf. Aber auch hier wieder, ne? Das sind zwei Ebenen. Erstens, Anne, es sind drei Ebenen bei dir. Erstens, leg eine Deadline fest. Sag Anne, Mensch, dir ist das wichtig. Sag es der Kita-Leitung oder wem auch immer, der dafür verantwortlich ist. Mir ist das wichtig. Damit ich Klarheit darüber habe, wie ihr dazu steht, möchte ich mit euch gerne eine Deadline machen. Und zwar hätte ich gerne bis in 2 Wochen ein Gespräch, in dem ihr mir explizit sagt, ja, es gibt es oder nein, es gibt es nicht. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass dieses Gespräch in den nächsten 2 Wochen stattfindet. Völlig in Ordnung, Anne. Wir dürfen mal fordern. Bitte fordert mal Deadlines. Überlasst es nicht immer alles dem Zufall und sagt, ja, ich hätte da auch mal was. Könnten wir mal irgendwann darüber reden? Nein, nicht irgendwann. Macht immer eine Deadline. Immer eine Deadline. Bei allem, was ihr wollt. Und wo ihr merkt, dass es irgendwie, da können sich Leute schwer mit, na, und dann ziehen die sich so raus. Und dann sagen die, ja, das muss erst die Verwaltung entscheiden oder die Abteilung. Und dann muss das zu der Nee. Ja, jeder gute Arbeitgeber, jede gute Abteilung, jede gute Verwaltung kann innerhalb von 2 Wochen eine klare Entscheidung treffen bei den einfachen, auf den einfachen Gebieten. Ne? Nicht, wenn es um hohe Finanzierungsbudgets oder was auch immer geht, sondern auf diesen einfachen, wie bei dir, ganz einfache Fragen gibt es eine ganz klare Antwort. Du hast kein Recht auf die Ehrenamtspauschale, aber es wäre schön, jetzt sind wir auf der nächsten Ebene, wenn dein Arbeitgeber das unterstützt und sagt, pass mal auf, ich unterstütze dich, indem ich dir monatlich das und das zahle oder jährlich das und das oder im Quartal. Da würde ich nochmal nachhaken, auch daran erkennst du einen Arbeitgeber, der sehr gerne gewillt ist, und das ist ja gar nicht für ihn so schlimm. Er kann die Ehrenamtspauschale, die er an dich zahlt, steuerlich absetzen. Also das ist für ihn kein Problem, also vom Geld kann es nicht abhängen, lieber Träger, ja, das wisst ihr auch, sondern da geht es wieder um Haltung. So, welche Fragen stellst du bei deinen künftigen Kolleginnen an einem Hospitationstag? Ha, Michi, diese geilen Fragen, die echt alles öffnen, die Tür und Tor aufmachen, die verrate ich hier nicht. Die kriegt ihr auf der Kita-Helden-Coach-Ausbildung, die kriegt ihr bei der Ausbildung zum Thema Schlagfertigkeit in München. Die verrate ich euch, wenn in meinen Coachings, meinen Trainings oder meinen Inhouse-Fortbildungen, aber nicht hier. Denn, und das ist mir ganz wichtig, ihr wisst es, ja, ich lebe ja davon. Und wenn ich euch jetzt alles sage, dann habe ich keine Chance mehr Geld zu verdienen und dann kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Wäre dumm. Von daher mache ich das nicht und freue mich lieber auf den Austausch mit euch, denn das ist das Zweite. Ich will ja nicht nur mein Geld verdienen für meine Familie, ich möchte gerne mit euch in den Austausch gehen. Ja, meine Arbeit macht nicht so viel Spaß hier vor dem Monitor, auch wenn ich das jetzt hier cool finde mit euch, aber viel lieber möchte ich euch sehen, mit euch in die Interaktion gehen. So, echt, wir mussten alle so 5 Minusstunden haben, damit wir es später für Dienstbesprechungen aufholen können. Ach so, irgendwo war eine Frage, bin ich darauf eingegangen? Mit den, ist das rechtens, wo steht denn das mit den, also das darf ein Arbeitgeber natürlich nicht. Also stell mir bitte nochmal diese Frage, dass das darf ein Arbeitgeber, darf euch natürlich nicht die Überstunden nehmen. Ne? Ich glaube, ich hatte darauf so ein bisschen geantwortet. Er darf euch auch nicht den Urlaub diktieren, darf er ihn schon, aber nicht alles an Urlaub. Da gibt es rechtliche Grundlagen, findet ihr auch in den Gesetzestexten. Und natürlich genehmigter Urlaub darf nicht einfach vom Arbeitgeber zurückgenommen werden. Das ist illegal. Also wenn ihr Urlaub schon genehmigt bekommen habt über einen Urlaubsantrag, dann darf der Arbeitgeber nicht hingehen und euch den Urlaub wieder wegnehmen. Das ist absolut illegal. So. Glücklich werden in der Kita, ist sowas noch möglich? Ja, Sonja, ist es.
Also die Kitas, die ich begleite, in denen und wo wir die Kita-Helden-Prinzipien aufbauen, das werden peu à peu, Step by Step, die geilsten Kitas ever. Und da macht es Spaß zu arbeiten. Ich kann es nicht anders sagen. Ja? Einmal mit den Kita-Helden-Prinzipien zu arbeiten, damit ihr mal eine Idee davon habt. Bei den Kita-Helden-Prinzipien, dann geht es um die Aufgabe des Coaches. Wie ist die Leitung? Was macht die Leitung? Es geht darum, was sind wir alle Experten? Und wenn ja, auf welche Art und Weise werden wir auch gefördert und gefordert als Experten? Wobei, wenn ich die jetzt alle hier aufzähle, ich mache lieber mal ein Live zu den Kita-Helden-Prinzipien, damit ihr eine Idee davon habt. So vergeude ich hier nicht die kostbare Zeit. So, dann gucken wir mal. Gibt es noch Fragen? So, ich sehe hier keine Fragen mehr. Dann würde ich, darf der Arbeitgeber einen Cut von These, darf der Arbeitgeber einen vorschreiben, was man anziehen darf? Der Arbeitgeber darf tatsächlich unter Umständen mit guten Gründen, und die Gründe müssen dann fundiert sein, sagen, dass ihr in der Situation das und das anziehen müsst. Ihr wisst es ja von euren Hauswirtschaftskräften, die kann man verpflichten, das und das zu tragen aufgrund der Hygieneschutzbedingungen, ja? Und natürlich kann man in der Kita auch sagen, das und das muss getragen werden. Wo es ganz heikel wird, und da wird es rechtens auch ganz unklar, und da werdet ihr wahrscheinlich vor dem Gericht auch recht bekommen, ist, wenn im Sommer die Kolleginnen in Hotpants kommen und mit einem sehr engen Top vielleicht, und dann einige Kolleginnen, die Kita-Leitung oder der Arbeitgeber oder Eltern meinen, das ist unangebracht, sich so anzuziehen, dann wird es grenzwertig. Ja? Es ist, also nach dem, was ich weiß, und diese Diskussion kommt im Sommer sehr häufig vor, kann man den Kollegen an dieser Stelle nicht vorschreiben, dass sie jetzt irgendwie was Langes tragen müssen oder sich nicht so sexy kleiden dürfen. Da hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit einzugreifen, es sei denn, es geht um Arbeitsschutz. Wenn er auf Basis von Arbeitsschutz argumentiert und es ist begründet und berechtigt, dann kann er euch auch Arbeitskleidung verschreiben. Darf der Arbeitgeber, natürlich gibt es da noch sowas wie, wenn er möchte, dass ihr alle gleich angezogen seid, aber das hat eher was mit Unternehmenskultur zu tun. Ne? Es gibt Teams, die tragen alle Polohemden mit dem Emblem oder mit dem Logo von dem Träger drauf, was ich ja ganz irgendwie cool finde, aber das muss auch passen in das Team. Und da geht es weniger um den Rechtsstreit, also ist das rechtens, sondern die Frage, will ich Teil eines Teams sein, einer Unternehmenskultur, weil das Unternehmen gehört ja auch dem Unternehmer, so ehrlich müssen wir mal sein, ja? Und der Unternehmer bestimmt, was für eine Kultur da ist, und ihr werdet ja nicht gezwungen, da zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt euch frei entscheiden, will ich Teil dieser Kultur sein, die sich so anzieht oder nicht? Und wenn nicht, dann ist es eure Verantwortung zu gehen und nicht die anderen anzuprangern. So. Es gibt bei vielen Trägern ein Qualitätsmanagement. Diese Personen sind 2 bis 3 Mal im Jahr in der Kita und haben wenig Kontakt zu den Mitarbeitern. Worauf basiert da dann das Wissen über die Qualität? Was ist das Interesse? Ja, das frage ich mich auch, Miri. Wirklich ganz ehrlich, wenn jemand 2, 3 Mal in meine Kita kommt und glaubt, er könnte Qualität dann messen, ist das Schwachsinn. Wir haben natürlich durch Qualitätsmanagement kann man natürlich verschiedene Bögen ausfüllen. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Da gibt es verschiedene auch Skalierungen. Wir tragen dann ein, wie ist das, wann ist das, wo ist das. Und dann kann man natürlich anhand dem, was eingetragen wird, schon ein Stück weit erkennen, wird hier Qualität geliefert. Also messbar ist Qualität schon. Aber was das Persönliche angeht, ja, wie geht's den Leuten vor Ort? Wie setzen die Qualität um? Und zwar in der Praxis, nicht nur auf dem Papier, sondern gelebte Umsetzung von Qualität. Das geht nicht, wenn ich nur 2 Mal im Jahr zu Gast bin. Was macht die Leitung in Sachsen Mitarbeitergesundheitsschutz verkehrt? Achso, ne, da fragt ihr untereinander. So, an der Stelle würde ich sagen, wir haben jetzt 10.58 Uhr, ich gucke mal nochmal ganz unten. Dieser User sollte gesperrt werden. Abzocker-User? Wo ist ein Abzocker-User? Antwort von Max. Michi, schreibst du mir nochmal gleich, wenn hier Menschen gibt, die ihr Unfrieden hier treiben, die hier Unfrieden stiften oder irgendwas machen, dann möchte ich das gerne wissen. Und dann verabschieden wir uns von denen. Gut, an der Stelle, ich möchte euch einen wunderschönen Sonntag wünschen. Und auch wenn es nicht ganz, wenn es ein bisschen bewölkt ist und ihr nicht überall Sonne habt, an der Stelle. Entspannt euch schön, erholt euch gut, nutzt bitte den Sommer unbedingt, um euch im Klaren darüber zu werden. Was wollt ihr? Wie wollt ihr leben? Geht immer wieder in euch und denkt daran, ihr seid gleichwertig mit dem Arbeitgeber und mit der Kita-Leitung und der Fachberatung. Da ist nichts von oben nach unten. Sobald es von oben nach unten ist, würde ich da nicht mehr arbeiten, beziehungsweise in den Dialog gehen. Und wenn ihr merkt, der Dialog ist nicht gewünscht, dann würde ich das wie in einer guten Beziehung oder in einer schlechten Beziehung machen. Ich würde die Beziehung beenden, weil mir mein Leben zu kostbar ist. Ja, zu kostbar.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, eine gute Zeit, freue mich auf unser nächstes Live und wie gesagt, guckt nochmal in die Videobeschreibung, da haue ich euch jetzt nochmal verschiedene Links rein, damit ihr euch da gut aufstellen könnt und wenn ihr Interesse habt an einer Zusammenarbeit, an was auch immer, wenn wir ein paar Heldentaten vollbringen wollen gemeinsam, meldet euch einfach. Ich freue mich auf euch, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.